Hallo, ich zeige euch heute das Strukturmuster von meinem Pullunder London hier im Bild zu sehen. Strickanleitung findet ihr in meinem Shop und das Muster zeige ich euch heute. Es ist ein einfaches Rechts-Links-Muster, also aus rechten und aus linken Maschen, bildet eine schöne Struktur, bildet Querreihen, Querrippen. Und so sieht's von Namen aus. Ist super einfach zu stricken und optimal, wenn man ein bisschen was Spannendes drin haben will, weil einem glatt rechts oder kraus rechts zu langweilig ist. Ich stricke euch das Muster erstmal vor und am Ende zeige ich euch noch eine ausgeschriebene Übersicht. So, hier ist es gestrickt und zwar einmal im Reihenrapport in der Höhe. Der beträgt nämlich 20 Reihen. Das heißt, ihr wiederholt 20 Reihen immer und immer wieder. Und ansonsten wird das Muster in der Breite auch wiederholt, das ist aber selbsterklärend und die Maschenzahl eures Maschenanschlages muss ungerade sein. Plus zwei Randmaschen, die ich mir hier wieder abgetrennt habe, damit ihr besser erkennen könnt, wo das Muster anfängt und aufhört. So, geht jetzt meine Nadel. Also, ich fange an mit der ersten Reihe, beziehungsweise stricke direkt die Reihe 1 bis 6, denn die werden komplett mit rechten Maschen gestrickt. Also Randmasche mache ich als Knötchenrand, aber nehmt eure Lieblingsrandmasche und Maschenmarkierer rüber und jetzt beginnt das Muster. Bin in der ersten Reihe, ist eine Hinreihe und ich stricke jetzt 6 Reihen mit rechten Maschen. War die erste Reihe, kommt die zweite Reihe, eine Rückreihe. Genauso wie die erste, nur rechte Maschen. Bildet dann diese kraus-rechts Reihen, Querreihen, wie man hier sehen kann. Und das Ganze noch viermal in der dritten Reihe, genauso nur rechts. Und vierte, fünfte, sechste Reihe ebenso. So, das waren die ersten 6 Reihen, nur mit rechten Maschen. Ich bin am Anfang der siebten Reihe, stricke die Randmasche und stricke dann super simpel eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Rechts, links, rechts, links. Und ende mit einer Masche rechts. Deshalb muss das Muster auch ungerade sein.
damit man genauso endet mit einer rechten Masche, wie man auch angefangen hat. So, die Rückreihe, wie auch die Reihe 9 und 10, also ich bin ja jetzt in der 8. Reihe und stricke alle Maschen, wie sie erscheinen, also linke Maschen links, rechte Maschen rechts und mache das in der 9. und 10. Reihe genauso. Also nochmal, das hier war die 8. Reihe. Wende, stricke die 9. und 10. Alle Maschen, wie sie erscheinen. Rechte Maschen rechts, linke Maschen links. So, Ende von Reihe Nummer 10. Wenden, jetzt kommt die 11. Reihe. Es ist wieder eine Hinreihe. Und es werden alle Maschen rechts gestrickt. Und das nicht nur wie hier in der 11. Reihe, sondern über die nächsten 6 Reihen, also von Reihe 11 bis Reihe 16. Alle Maschen rechts. So, ich komme ans Ende der 16. Reihe und meine 6 Reihen rechts gestrickt, wende, bin am Anfang der 17. Reihe. Jetzt wird wieder mit rechten und linken Maschen gestrickt, aber es wird mit einer linken Masche angefangen. Also eine Masche links, eine Masche rechts, im Wechsel über die ganze Reihe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts und geendet mit einer linken Masche. Ups. Ups. So, das war das Ende der 17. Reihe. Es kommt die 18. Reihe.
die genauso wie Reihe 19 und 20 gestrickt wird, indem man alle Maschen strickt, wie sie erscheinen, also rechte Maschen mit dem V rechts, linke Maschen mit dem Maschenbogen links. Also wie gesagt, 18., 19. und 20. Reihe alle Maschen stricken, wie sie erscheinen. Ende der 18. Reihe. Wenden 19 und 20, wie sie erscheinen. So, Ende von Reihe 20. Ich habe jetzt hier also zweimal den Reihenreport drin in diesem Muster. Das ist einmal hier unten zwischen den beiden die Reihe 1 bis 20 und hier nochmal 1 bis 20. Und beide Seiten sehen gleich aus. Und dass sich das Rippenmuster versetzt, sieht man auch daran, wenn man hier der Masche folgt, das ist eine rechte Masche, der folge ich jetzt hoch, dann wird sie hier zur linken Masche. Das ist nochmal so ein kleines Detail, dass sich die Rippenquerstreifen zueinander versetzen. Wenn euch das allerdings nervt, könnt ihr es auch weglassen. Es hat so ein bisschen zur Folge, dass es sich nicht so extrem zusammenzieht. Das will man ja oft nicht. Aber wie gesagt, wenn es euch nervt, euch das merken zu müssen, dann könnt ihr das auch einfach weglassen und die 1 rechts, 1 links Streifen immer gleich stricken. Ich glaube, im Endeffekt macht das so einen großen Unterschied nicht. Und wollte euch noch die Übersicht zeigen. Hier ist es nochmal ausgeschrieben, das Muster Reihe 1 bis 20, Maschenzahl ungerade. Ja, auch ein super einfaches, super schönes Muster, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher sein soll als was ganz Glattes. Und ich finde, es bildet auch eine coole Struktur. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.